klar. Hol die Position zurück. Ich versuch's. Ich mach das schon. Ich lass ihn nicht vorbei. Jetzt McCain gegen Tanaka. Bisher ein tolles Rennen für Seneca. Druck? Nein, nein, Quatsch. Hey, wenn diese Idioten nicht auf der Strecke bleiben können. Ihr Problem. Tanaka sieht eine Lücke. Sie riskiert sehr viel. McCain gefällt das gar nicht. Kontakt! Tanaka dreht sich. Northpoint hat keinen Platz zum Ausweichen. Was für ein fürchterlicher Unfall. Tanaka in der Mauer. Mann, sie rutscht quer über den Grasstreifen. Senecas Nummer 21 ist drauf. Die 22 ist beschädigt. Überall liegen Trümmer auf der Strecke. Es ist unfassbar. Hallo? Die 22 ist stark beschädigt und Yuma antwortet nicht. Ist sie okay? Sie sah nichts hinter, mehr weiß ich auch nicht. Konzentrier dich auf das Rennen. Sag Bescheid, wenn du mehr weißt. Kannst du die Strategie bestätigen? Hey, die Hälfte der Fahrer ist drauf. Wenn wir ins Ziel kommen, sind wir den Pumpen. Herzlich willkommen zum letzten PlayStation Plus Test im Mai. Heute mit Grid Legends. Ja, im Vergleich zu gestern einem nicht richtigen Rennspiel, aber für mich irgendwie schon. Und das Spiel, mal ab davon, dass ich es nicht ganz beurteilen, wie der Simulationsgrad etc. ist, hat einige Stärken, die es von meiner Meinung nach den meisten anderen Rennspielen unterscheidet. Unter anderem hat das Spiel EA-typisch einen dicken Story-Modus. Tatsächlich mit echten Schauspielern, die hier die Rennfahrer darstellen. Des Weiteren, wobei das ist jetzt nichts Neues, ne? Es ist ein Rennen über die Welt, über 130 Strecken, die es gibt, jede Menge Events, selbst erstellbare Events. Also eigentlich was dabei, würde ich mal behaupten. Und dadurch, dass wir so viel Auswahl haben an Fahrern, an Autos, kombiniert mit dieser Story, die sich dahinter verbirgt, wo diverse Charaktere ja als direkte Konkurrenten auftreten, gibt es einen interessanten Kniff, und zwar in den Offline-Rennen merken sich deine Beifahrer, deine Mitfahrer, deine Konkurrenten tatsächlich, wie oft du sie anrempelst, wenn du sie zu stark störst. Da sehen sie es auf dich ab und nehmen dich richtig in die Mange. So, das war jetzt hier die Intro. Wir machen weiter, Story fortfahren, aktuelle Saison spielen, neues Team, neue Saison. Spiel weiter die Story der letzten Saison durch und finde heraus, wie du zu dem Fahrer wurdest, der du heute bist. Okay, die ersten Interviews hatten wir eben auch schon. Ich lasse die Schwierigkeit jetzt einfach mal so, wie sie ist, auf Mittel. Es gibt verschiedene Spielmodi, es gibt Crossplay, was ich ziemlich nice finde. Bin tatsächlich mit Kumpels, Kollegen, Freundinnen auf allen Konsolen zusammenspielen kannst, da kann man sich überhaupt nicht dran beschweren. Grid ist eine, ja, erfolgreiche Serie und hier aber tatsächlich mit dem größten Umfang. Hier ist der größte Umfang, den du jemals in einem Grid-Spiel hattest und hier sehen wir weiter die Story. Es ist ein bisschen Doku-mäßig aufgezogen, ich finde das mega geil. Hey Liebling. Nein, wir haben dieses Dinner mit den Vorstandsmitgliedern morgen. Hm? Manche werden in den Rennsport hineingeboren. Ich musste dafür arbeiten. Meine Eltern führen ein nigerianisches Restaurant in Südlondon. Und für sie hing Erfolg nie von ausgefallenen Gerichten oder teuren Zutaten ab. Es ging um das Vertrauen in ihr Personal. Das ist ein bisschen sich immer weiter zu Film trifft Spiel, ne? Bekam, ein Rennteam aber auf eine andere Art als Spiele wie Heavy Rain, die dich ja interaktiv durch die Story führen. Es ist hier Yume Tanaka, Rennsportlegende. Geschichte, Interaktion gepaart, die ich in einem Spiel gar nicht so geil rüberbringen kann, mit einem halt Gameplay, was halt idealerweise geil ist. Senecas Vorstand überzeugt hat, in unbekannte Fahrer zu investieren und ihn als Teamchef einzustellen. Er wirkt so erfahren, als wäre er doppelt so alt und das bringt ihm enormen Respekt. Das einzige Problem ist, sein Plan geht nicht auf. Letztes Jahr zum Beispiel hat sein zweiter Fahrer den Rekord gebrochen für die meisten letzten Plätze in einer einzigen Saison. Und der Ersatz für dieses Jahr war so schlecht bei den Tests, dass er noch vor dem ersten Rennen hingeschmissen hat. Ob mir das peinlich ist? Nein.
Es geht immer um das große Ganze. Wenn du ein tolles Rezept entwickeln willst, sind erst einmal Experimente nötig. Klar, wir hatten ein paar schwierige Jahre. Aber du bist selbstbewusst. Und ich bin mir sicher, das werden wir. Dann werden wir vielleicht zum stärksten Team bei Grid. Aber was jetzt? Die Saison beginnt in 3 Tagen und ihnen fehlt ein Fahrer. Dann finde ich halt einen neuen Fahrer. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein und machen Sie sich. London, 17. Februar 2020. Und die Fahrer wollen zeigen, was sie können. Fahrervorführungsevent. Komm vor Matteo Vega ins Ziel. Rennen starten. Na gut. Bisschen Windschatten, bisschen rumrüppeln, da ist Matteo Vega. Weil, wenn ich ihn ein bisschen anrempel. Oh nee, komm hier nicht drehen, das ist dreckig. Und wenn ich hier ein bisschen anrempel, wenn ich deutlich vor ihm bin, ist das auch egal. Dann kann er mir nicht mehr. Tja, wie ist die Optik? Wie ist das Fahrgefühl? Das ist, glaube ich, entscheidend jetzt bei so einem Rennspiel. Eben der Wagen, der war schon deutlich fixer unterwegs, der hier deutlich behäbiger, also mit einem Realismus alles. Zeitstrafen und ähnliches gibt es nicht, wie es ja, sage ich mal, in den richtigen Simulationen wie Gran Turismo eingestellt werden kann. Zumindest ist es mir bisher nicht aufgefallen. Vielleicht gibt es den Modi hier auch. Optik ist für mich mehr als ausreichend. Da haben Rennspiele aber schon immer so einen kleinen Vorteil gehabt, ne? Wenn du im Vorbeifahren guckst du dir die Bäume an diesen, die Blätter an diesem Baum nicht so an. Oder die Leute, die Gesichter der Leute. Die sehen wahrscheinlich, wenn ich anhalte, sehr bescheiden aus. Aber jetzt gerade geht's halt. Im Geschwindigkeitsrausch kann man also 1, 2, 3 Grafikmängel übersehen. In welchem Land befinden wir uns denn? Wir sind in Großbritannien, müssten wir sein. London, ach ja, London stand sogar am Anfang da, siehst du. Muss ich gar nicht erraten. Jimmy Estrada, ist das ein Spanier? So, erster. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, wo ist meine Anzeige. Erster Platz bin ich. Dreckig gefahren wie sonst was. Mobile One. Werbung sehen wir, Grid-Werbung sehen wir. Die Leute feiern mich, die fühlen das richtig. Eine Runde noch, bleib weiter besser als Vega. Oh, das war dumm. Hätte ich wohl doch tatsächlich eine Schwierigkeit höher nehmen können. Ich weiß gar nicht, ob das bei Rennspielen nur die Gegner beeinflusst oder tatsächlich auch so ein bisschen was, ja, wie fein die Steuerung reagiert. Die adaptiven Trigger werden hier auf jeden Fall genutzt. Merke ich vor allem beim Bremsen. Beim Gasgeben jetzt nicht so. Und damit müssten wir gleich das erste Rennen geschafft haben und gucken, wie es weitergeht. Ich würde aber sagen, bevor wir die Story weiter spoilern, probiere ich mal in eine Art Hauptmenü zu kommen gleich. Wenn die schon mit der größten Vielfalt ever in einem Grid werben, dann gucken wir uns auch mal an, was da so im Menü versteckt ist. So, zweiter, dritter, ja, und der andere, der war nicht mal tolles Rennen. Auf dem Treppchen. Ich würde mich wundern, wenn er Doe das nicht bemerkt hat. Was für ein Rennen. Es gab ein paar gute Fahrer. So, natürlich gibt es eine schöne Ingame-Währung, Rookie-Fahrer-Level, Rookie-Tourenwagen-Level, Neustarten verlassen. Ja, Rennspiele gibt es viele, ne? Da muss man sich erstmal durchsetzen. So, die Anfänge sich beweisen, kann man sich angucken. Wir gehen mal zurück.
da haben wir hier. Story zum Ruhm geführt. Classic Carnage, Winter Bash, Aufstieg von Raven West. Also mehrere Story-Kapitel mit verschiedenen Episoden. Winter Bash ist das neueste Update. Auf dem Homebildschirm kannst du schnell dabei aufgehört. Soll dir Vorschläge und andere Events ansehen. Du kannst auch deine Nachrichten und deinen Fortschritt und ein schnelles Rennen starten. Schnelles Rennen, Store, Fortschritt, Credits. Chicago, Valley, Story, Karriere. Rookie-Ringe sind der Anfang. Wenn du Events abschließt, werden neue Fahrzeugkategorien, Klassen, höhere Ringe, Events verfügbar. Das ist nett. Eventziele erreichen, Social, schnelles Rennen, Session suchen, Session erstellen, dynamische Events. Rennen erstellen, kannst du eigene Events erstellen und veranstalten, es gibt vier Plätze. Das wird sich allerdings nur das auch weg, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich eigene Rennen erstellen kann, sondern es geht eher um welche Klasse, welches Fahrzeug, welcher Schauplatz etc. Fahrzeuge, na das ist doch immer interessant. Dann haben wir noch das Team, Teamprofil, Sponsor. Auf dem Team kannst du dein eigenes Rennteam einrichten, verwalten und anpassen. Das ist sowas wie ein Clan. Und die Optionen, das ist auf jeden Fall, aber muss ich jetzt schon sagen, der beste PlayStation Plus Teil diesen Monat. Wir haben nicht das Problem mit diesen widerlichen Ladezeiten. Ich habe nicht das Problem mit dem viel zu lauten Sound, den man natürlich einstellen kann, aber das war einfach bei Chivalry 2 und auch bei Descenders, also brutal. Ja, so einen schwarzen Hobel, den nehmen wir. L2, Touring, Tuner-Autos, GT-Wagen, Drift-Wagen, auch geile Lackierung. Track Day. Hier sind so ein bisschen die Klassiker drin. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos nebenbei gesagt. Shelby Cobra. Ginetta. Open Wheel Racing. Okay, da haben wir unsere Formel 1 und Co. Trucks. Trucks ist auch gut. Ja, und wenn du halt so einen Oschi dann 3-4 Mal anrempelst und der es auf dich abgesehen hat, dann viel Spaß. Elektroauto-Kategorie, das habe ich tatsächlich noch nie in einem Rennspiel gesehen. Und fairerweise, die letzten, die ich gespielt habe, waren die PlayStation Plus Rennspiele. Ich glaube, Gran Turismo 7 habe ich auch reingeschaut. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Update gab. Das würde ich mir gerne für die VR 2 besorgen, muss ich sagen. Oh, hier sind schön Cupcars. Sind die Käfer? Ja, muss auch ein Käfer sein. Oder den kleinen Mini. So, wir machen noch mal ein Rennen. Mal Story weiter, Karriere. Ne, wir gehen einmal schnelles Rennen. Achso, aktives EA-Konto kann man sich auch erstellen. Ich würde gerne mir die Strecken einmal anschauen. Gucken, ob jetzt gleich was startet oder ob ich eine gewisse Auswahl habe. London. Open Wheel Racing, also wir sind jetzt auf einem ganz anderen Tempo unterwegs auf derselben Strecke. Das ist vielleicht ein netter Vergleich. Den werde ich bestimmt ordentlich in die Wand fahren. Die sehen ja alle aus hier. Ist das das zweite Karriererennen einfach, das hier gestartet ist? Ach nee, nee, nee. Das geht mir gar nicht gut. Matteo Vega, sind das dieselben Fahrer wie letztes Mal? Gut, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss ja an einen vorbei. Und mit dem Wagen kannst du echt schlecht rumrügeln. Da du dich sofort in den verhedderst. Und wie du dann bei mir gesehen hast, drehst du dich um. So, jetzt muss ich aber natürlich auf alles gehen, ne? Aufs Ganze. Denn ansonsten ist das ja verloren, bevor ich angefangen habe.
Nein, 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 nein. Das ist hier echt der Tod. Verdammt! Hör auf! Das hätte ich aber auch kommen sehen müssen. Oh Gott, erste Runde zum Glück. Jetzt geht aber schon die zweite los. Kommen so schnell nach vorne, du kannst. Gut ist das. Leichter gesagt als getan. Den armen Kerl, da hat es auch erwischt. Ist auch nicht lange geraden. Ist quasi vor der Kurve immer an meinem Gegner vorbei sein, weil sobald ich seitlich neben dem bin und die mich reinziehen, das Thema durch. Durch, einfach durch. Lass mich in Ruhe. Verzieh dich, verzieh dich. Ja, dann bin ich knapp noch ausgewichen. Habe ich jetzt nicht so schlecht genommen. Schon schlechtere. Oh, die habe ich unterschätzt. Wusste ich nicht, dass ich aber gerade gucken kann. Bin immerhin wieder am Feld dran, das heißt, ich drehe mich jetzt wieder. Nee, in den fahre ich das mal nicht blind rein. Oh nein, 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 verzieh dich. Ich wollte gerade sagen, Glück gehabt. Dann kommt der andere Spinner da von dem Ding rein. Verzieh dich. Verzieh dich, Counter. Ja, 6-7 Mal. Jetzt habe ich auf die Trophy geguckt und nicht auf Strecke. Nein. Also wie? Du klebst auch richtig mit dem Wagen an den Typen dran. Also ich kann hier nicht. Die einmal berührt habe, dann sind die wie Kletten. Siebter. Ha! Ich musste nur Achter oder besser werden. Also gibt's wohl gleich große Dinge zu besprechen. Na gut. Da ist es immer noch der Story-Modus. Ich muss so sagen, der Story-Modus ist für mich das ganz klare Highlight hier bei Grid Legends. Mit dem Rest kenne ich mich gar nicht groß aus. Also die müssen mir da nur irgendeinen Hobel geben und ich fahre los. Optisch sieht es vollkommen okay aus. Die Menschen sind keine Hackfressen. Ja, die Jacken und Pullis sind jetzt nicht das Geilste der Welt, aber die sind auch nicht schlimm. Die handeln da alle schön. Wir haben da Hintergrund gerade den Zug, der da lang fährt. Die Belichtung ist sauber. Die unterschiedlichen Fahrzeugklassen fühlen sich gut an. Es macht einen Riesenunterschied. Selbstverständlich, mit welchem Wagen du welche Strecke fährst. Da kann man ruhig eine Menge Zeit mit verbringen. Und ich bin echt begeistert von dem Story-Modus, von dieser Idee, das, was ich halt nicht ganz perfekt rüberbringen kann in Videospielen, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die Emotionen in den Gesichtern etc. Stand heute haben sie Schauspieler dafür genommen, voll geil. Auch wenn das kombiniert ist mit so einem Multiplayer-Modus, wie sie den bei UFC im PlayStation Plus oder bei FIFA auch im PlayStation Plus hatten, was mir nur wegen diesem Story-Modus gefallen hat, der Rest interessiert mich nicht. Und diese Stärke hier weiter nutzen, dann ist das ein Brecher. Auf jeden Fall für diesen Monat die beste Wahl. Wobei Chevalry natürlich einen coolen Multiplayer-Modus hat. Also schau da auch nochmal rein. Dir viel Spaß mit den drei Titeln und bis nächsten Monat spätestens.